Hallo, wer kommt diesmal? Seid gegrüßt, Nachkomme meines alten Feindes. Es wird Zeit, dass wir miteinander sprechen, wir beide. Was macht Zirik in meiner Seele? Verpiss dich! Doch zunächst sollten wir dafür sorgen, dass wir von unseren sogenannten Freunden nicht gestört werden können. Das hier ist eine private Angelegenheit. Gut, Civic teleportiert unsere Nun Leute denn, weg. lasst uns die trivialen Dinge zuerst aus dem Weg räumen. Wisst ihr, wer ich bin? Ja, ihr seid Ziric, der regierende Gott des Mordes. Hä? Seit wann? Du bist ein aber irre eigentlich. Ja, ihr würdet das wissen, oder nicht? Ich bin in der Tat Ziric, Gott des Mordes, Sophie des Streits, der Lügen und der Täuschung. Nimm einen anderen Ding hier nicht zur Sache tun. Ich habe mich soeben erst von einem kleinen Wahnsinnsanfall erholt, doch das ist nicht das Wichtigste für euch. Nur um nun überall die Sämlinge des frühen Amtsinhabers entdecken zu müssen. Natürlich, jetzt sind nur noch einige wenige der gesamten Brut übrig, so wie ihr. Ich bezweifle, ob ihr das Temperament oder den Wunsch besitzt, das Amt des Mordes zu übernehmen. Aber man sollte sich da nicht sicher sein können. Könnt ihr meine Bedenken verstehen? Woher soll ich wissen, dass ihr wirklich Ziric seid? Ihr seht nun wahrlich nicht wie ein Gott aus. Wie sollte ich denn aussehen, eurer Meinung nach? Wie ein grässlicher Avatar, dem Schlechter ähnlich? Wie eine Rauchwolke, wie ein riesiges Gesicht im Himmel mit dröhnender Stimme? Ich bin nur hier, um zu reden, um die Gefahr abzuschätzen, die ihr für mich darstellt, wenn überhaupt. Wenn ich eine Gefahr für euch darstelle, warum tötet ihr mich nicht dann einfach? Tja, wenn die Dinge so einfach lägen, wenn ich mich in den ganzen Baalbrut-Zwist einmische, dann liefere ich meinen Konkurrenten unter den Göttern den idealen Vorwand, ihrerseits zu intervenieren. Mystra? Oder vielleicht auch Celemvor? Ja, der gerade amtierende Gott des der Toten, nicht des Todes, der Toten. Der hat von Myrkul die Stadt der Toten übernommen. Und wie es scheint, entwickelt auch der Übervater Ao ein eigenes. Und daher muss ich, der große Ups. Zurück, mich darauf beschränken, zu überwachen und zu beobachten. Und wenn es jemanden gibt, der sich vom Kind des früheren Fürsten des Mordes bedroht fühlen sollte, dann bin ich das ja wohl. Es gibt einfach keine Gerechtigkeit mehr. Ja, was ich gerade übersprungen habe. Wie es scheint, entwickelt auch der Übervater Eo ein eigenes Interesse an dieser Angelegenheit. Das ist nun wirklich seltsam. Er wünscht dieses dramatische Ende, damit die Sache mit der Barbrut endlich ohne lästige Einmischungen unsererseits aufhört. Ich habe eure Fortschritte eine Weile beobachtet. Sehr beeindruckend. Ich bin dabei zu diversen Schlüssen gekommen. Doch das sollten wir besser direkt von der Quelle erfahren. Wie sehr sollte ich euch fürchten? Ihr müsst mich nicht fürchten. Ich hege nicht die Absicht, zum Gott des Mordes aufzusteigen. Ihr seid ein Gott. Ich bezweifle daher, dass ihr einen Grund hättet, mich zu fürchten oder irgendjemand sonst. Ihr solltet mich auch fürchten. Ich komme wegen euch, Zirik, und ich werde mein Schicksal erfüllen. Ihr sollt mich fürchten, so wie jede andere bösartige Kreatur es tun sollte. Haha, versucht nicht, mich zum Lachen zu bringen. Darauf werde ich nicht antworten, egal was ich sage. Ihr zieht eure Schlüsse daraus. Ich wollte eigentlich die vier nehmen, weil das klingt so nach, ich bin, ich, ihr solltet mich fürchten, wie alles andere Böse mich fürchten sollte. Also, ja, nehmen wir einfach mal Ich das. verstehe. Ich habe damit gerechnet, dass ihr so etwas sagen würdet. Ja. Wer hätte auch damit rechnen können, dass diese Ebene der Abyss, dieser Thron des Baal, mir solche Probleme bereiten würde? Wenn ich sie doch wenigstens hätte zerstören können. Warum habt ihr sie nicht einfach übernommen, als ihr zum Fürsten des Mordes Ich wurdet? brauchte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich besitze meine eigene Ebene im Pandemonium. Danke vielmals. Dort ist das weit besser als irgendwo anders in der Abyss. Doch offenkundig hätte ich diesem düsteren Ort größere Aufmerksamkeit schenken müssen. Aber das spielt keine Rolle. Ich kann nichts rückgängig machen, was ohnehin schon geschehen ist.
Und solltet ihr es versuchen nun, dann führt das zu einer Reihe verschiedenster Probleme. Ich habe nicht die Absicht, diesen Sackwürmer erneut zu öffnen. Hm. Was euch betrifft, so bezweifle ich, dass ihr nach meinem Einflussgebiet suchen werdet. Wenn ihr soweit kämt, vorausgesetzt. Ich verspüre keine Neigung, schon wieder einem dieser Gottlinge zu begegnen, die sich als mögliche Konkurrenten entpuppen könnten. Wenn ihr überhaupt über nennenswerte Kräfte verfügt. Mhm. Ich denke, ihr solltet einer Prüfung unterzogen werden. Das ist der Grund, warum ihr diese netten kleinen Räume geschaffen habt, nicht wahr? Um euch selbst zu prüfen. Mistra und Ao können mich nicht dafür verantwortlich machen, euch zu diesem Ende gedrängt zu haben. Oder doch? Okay, was hast du vor? Vielleicht sehen wir uns wieder. Doch jetzt wollen wir erst einmal sehen, wie ihr euch gegen meine Wahl schlagt. Macht euch bereit! Ich warte. Da ist unsere Gruppe. Keine große Herausforderung. Hat das was gebracht? Oh ja, Tatsache, es kommt. Bevorzugt das von Zürich. Bitte dann nicht, dann kann ich euch einen schnellen Tod. Habt ihr einen Plan? Okay, okay, verstanden. Dann kann ich euch einen schnellen Tod. Bitte dann nicht, dann kann ich euch einen schnellen Tod. Ich euch einen schnellen Tod. Fragt nur. Spürt die Schatten der Gerechtigkeit. Auf Recht und Ehre führt mich an, mein Freund. Bittet ein wenig, dann bitte ich euch einen schnellen Tod. Ich euch einen schnellen Tod. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Das Gute ist heute Minsk auf unserer Seite. Allzeit bereit. Wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Ihr müsst mir rasch helfen. Bo ist noch zu jung, um mich zu rächen. Mist. Zum Glück habe ich hier einen Quicksave. Destina ist super. Das heißt, wir dürfen uns durch das Ganze nochmal durchklicken. Aber ich mache das schnell. Ich lasse nur mal die Stelle, die ich vorhin übersprungen habe, durchlaufen. Seid gegrüßt. Doch zunächst sollten wir dafür sorgen, dass wir von unseren sogenannten Freunden nicht gestört werden können. Da, nun denn, lasst uns die trivialen Dinge zuerst. Wie sollte ich denn aussehen? Und wie es scheint, entwickelt auch der Übervater Ao ein eigenes Interesse an dieser Angelegenheit. Das ist nun wirklich seltsam. Er wünscht dieses dramatische Ende, damit die Sache mit der Baalbrut endlich ohne lästige Einmischung unsererseits aufhört. Und daher muss ich habe eure Fortschritte eine Weile, ich verstehe. Ich wäre auch damit rechnen können, dass diese Ebene der Abyss... Ich brauchte aber das, was euch... Ich denke, vielleicht sehen wir uns wieder. Doch jetzt wollen wir erst einmal sehen, wie ihr euch gegen meine Wahl schlagt. Macht euch bereit. So, wir haben ein bisschen Zeit zu buffen. Ja. Ich bin bereit. Ich warte. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich euch einen Schnellen da frisst. Bitte. Wenn ich der Gruppe die Dienerin der schon erledigt. Ja. Ich warte. Okay, Yahira, du heilst dich. Bitte ein wenig, dann kann ich
euch einen schnellen was Tod. Immer ihr wollt. Meine Klinge wird... Das wird sicher Spaß machen. So, das waren alle jetzt? Okay. Na gut, die Ebene scheint sich jetzt geändert zu haben ein bisschen. Ich sehe halt immer noch nicht, wo sich hier was geändert haben soll. Und hier hat sich auch nichts geändert, oder? Nö. Gut. Das heißt, wir können jetzt noch mal rasten. Wenn ihr es wollt. Dann gehen wir in die Realität zurück. Natürlich. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Wählen unsere ganze Gruppe bitte aus. Und dann geht es zurück nach Amkitran. Euer Wunsch ist mein Begehr. Na, noch ist hier alles ruhig und friedlich, ja? Oh, jetzt nicht mehr. Meine Klinge wird euch das Leben, das sie gab. Wir sind alle Sandhelden. Ihr, ich helfe schneller als Tick-Ticker, schnell Kratzer. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocken. Das wird. Eure Stunde wird noch kommen. Ja. Oh, du flink. Keine große Herausforderung. Für euch gibt es nichts mehr. Halt, bis ihr dran seid, ja. Kettenhemden, die ich nicht identifizieren kann. Die nicht mal Airy-Interess identifizieren kann. Bei mir ist das Bier billig. Der tut zwar nichts, wäre nichts passiert. So, ich verkaufe nur meinen Schund. Fragt nun gut. Ein kleines Trinkgeld ist immer gut. So. Was möchtet ihr? Schmugglerhöhle, die war hier. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch... Ei? Sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Seid gerüstet, Alice. Ich hab schon auf euch gewartet. Simon Havarin, ich muss verflucht sein, dass ich euch dauernd über den Weg laufe. Nicht schon wieder ihr. Verschwindet, lasst mich in Frieden. Was soll das sein? Ein Hinterhalt? Großer Fehler, dass ihr hier geblieben seid, Simon. Mit euch habe ich noch... ein Hühnchen zu rupfen. Nehmen wir die Eins. Ach ja, das. Ich bin sicher, wir könnten unsere alten Differenzen wieder aufwärmen, wenn ich nur wollte. Nur angesichts meiner abgeschlachteten Kameraden um mich herum bin ich derzeit nicht in Stimmung. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr recht bald nach Amkitran zurückkehren werdet, also habe ich einfach auf euch gewartet. Ich hätte einen Vorschlag für euch, wenn er euch interessiert. Wie bitte, nach all dem, was ihr mit mir angestellt habt, vergesst es. Seid lieber ruhig, denn ich habe... die Absicht, euch jetzt umzubringen. Ihr habt mich betrogen, wo es nur ging, selbst mit diesen Wachen. Warum sollte ich euch also jetzt trauen? Ich tat nur, was ich tun musste damals. Ihr habt noch was gut bei mir, weil meine Höflichkeit vielleicht etwas zu wünschen übrig ließ. Aber es ist alles im Allen sind wir quitt, Alisa. Wie bitte quitt? Glaub bloß nicht, ich hätte eine großartige Wahl gehabt bei den alten Scherereien in der Zauberfeste. Und um das Maß voll zu machen, habe ich auch noch mein bestes Schiff verloren.
als ich euch auf die Insel brachte. Tolle Belohnung, wirklich. Und schließlich ist dann noch das Geschäft meiner armen Jungs hier. Wenn ihr und die anderen Ballkinder nicht gewesen wärt, dann hätten wir unsere kleine Schmugglereien noch mit der gleichen Ruhe weiterführen können wie früher.